Muss auch ein bisschen auf Speed sein. Schon wieder gemacht. Das sieht ja mal geil aus. Nice. Was? Dieser Berg hier. Junge, du bist so Sperm, ey. Cool. Du badest jeden Abend in irgendjemandes Sperm. Und das will. Und das weißt du auch. Sperm. Oh, Alessandro, du bist schlecht. Alessandro, du hast nichts drauf. Du scheiß Zahn. Nigga. Oh Gott. Junge, Junge. Ja, ist auch noch. Oh fuck. Herr Liam? Ja. Ist er da? Ja, ich find's aber nicht lustig. Wovon redest du? Ich möchte einfach nicht teilhaben, aber scheiße. Okay. Nee? Nein, ich war gerade am Handy. Ich habe gerade den Sepp gemacht, tut mir leid. Okay. Ach ja, Alessandro, ich kann, oh, Alessandro! Sagen, ich kann euch übrigens sagen, wieso dieser Sprung hier nicht so schwierig ist, wie er aussieht. Und genau. Zwar ist das eigentlich, ihr erinnert euch doch noch an diese Map, die wir auch aufgenommen haben, die letzte Aufnahme. Da gab es diese ganzen um die Ecke Sprünge immer, also wo man immer so in so Nischen rein müsste, weißt du? Rein müsste. Das ist das doch hier genau dasselbe. Weiterfahren, grüß dich. Das ist hier genau dasselbe. Du musst einfach nur die ganze Zeit shiften und dann, also, dann ist das kein Problem. Guck, der Sprung ist zu 100% fast machbar. Das sehe ich nicht, ich habe ihn gemacht. Ja. Kannst du mir sagen, wie ich da nochmal irgendwann sein würde? Würde. Wir nehmen schon wieder fast eine Stunde auf. Ne? Boah, so lange dauert die Scheiße schon wieder. Ist ja unglaublich. Es ist ja unglaublich, habe ich gesagt. Ich versuche das noch 5 Minuten und dann gebe ich die Scheiße auf. Ey, echt? Ja, ich da keine Lust drauf habe. Ständig hier schon gleich am Anfang zerstöre ich die Map, ne? So ist die Challenge schon mal. Weißt du schon mal, was ich davon halte? Ja, natürlich ist die Map scheiße. Junge, geh mir nicht auf den Arsch, deinen verfickten Wichser-Seeding-Jump, so blödes Kind, ey. Das ist aber genauso, Alessandro. Alessandro, du fährst, ne? Noch ist nichts geregelt. Noch ist hier gar nichts geregelt. Inwiefern? Na, vielleicht habe ich auch noch andere Sachen vor heute. Mal gucken. Was hast du denn noch vor? Jetzt sag nicht, dass dein Olli dir geschrieben hat. Das kann ich dir nicht sagen. Und dass du ganz plötzlich Ho for Bros machst. Das ist ja nicht Ho. Das muss man ja differenzieren. Böse Bro. Ja, deine Mutter ist für mich eine Ho, aber. Ja, für mich auch, hm? Also Jermaine würde auch mitkommen. Wer ist Jermaine? Also Jermaine. Mit Greta, ja? Nein. Die ist in Australien. Meine Mutter ist in Australien, ne? Kommt auch nie wieder, Alter. Also er sagt das auf. Okay. Ist schlecht. Ja, ist also er sagt, er sagt, wenn wir gehen, dann würde er auch mitkommen. Das sieht nur keinen. Das halte ich davon. Das auch. Hast du noch so ein bisschen was kaputt gemacht? Ja, aber nur ganz dezent. Noradschock. Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße, ey? Junge, was hast du dir hier für eine Kacke ausgedacht? Also wirklich. Ist halt dermaßen gesichtsgelähmt, aber nur. Scheiße, Junge, das kriegt das. Was ist denn für ein Fick, ey? Guck mal, wie unnötig das hier einfach ist, ey. Ich kann mich einfach runterfallen lassen. Oh mein Gott. Fuck. Oh oh. Oh, nervig, Mann. Bist du auch schlecht, Alter. Das ist eine Beröpsige. Ja und? Was ist das dagegen, du Scheißkind? Nee. Lasst euch doch rülpsen. Ah nein, ich bin beim letzten schon wieder runtergegangen. Irgendwie habe ich es echt mit den letzten Sprung, ey. Da wäre ich immer zu geil irgendwie. Sex und dann. Oh, das war jetzt echt schwach von mir. Challenge ist easy. Ist easy gemacht.
Man kann doch nicht da reinfallen, ey. Was doch, man das kann da für ein... reinfallen. Was ist das für eine Fickgrütze, ey? Bist du echt reingefallen? Ja, klar. Junge Liam, spring nicht, wenn ich versuche zu springen. Echt mal, Liam, lass mal ganz kurz Sendepause, wenn er springt. Gut, zwei Schläge habe ich jetzt schon mal frei. Oh. Ich wäre aber zu dumm für diese Nippelsprünge. Ja, du bist auch zu dumm zum Spielen. Och, ich bin gerade mich im. Auch ein bisschen blöd. Blöde Sau! Das ist echt nicht so einfach, wie das aussieht. Doch, das ist einfach. Aber ich bin aber so unkonzentriert gerade. Ich hab's ja schon wieder fast gemacht, aber ich bin einfach so fickrig am Ende. Oh mein Gott. Oh. Die Sprünge voll schwer einschätzen, wenn man so weit. Hau ab! Hau einfach ab! Das haben wir mal ein bisschen eine V. Gut. Ein Schlag für dich. Wham. Ein Schlag für dich. Kriegst du gleich mal einen Schlaganfall, ey. Junge, Junge, Junge. Oh, ich bin so dumm, ey. Ich hab vergessen, dass da noch eine Lücke ist. Das ist ein richtiger Lefauco-Sprung, ey. Was ist denn so war mit Lefauco, Alter? Oh, Alter, was mach ich? Nur weil der uns gefragt hat, ob er ein Best-of für uns machen will, kann. Ah, ja, deswegen. Deswegen schwört er in deinen Kopf rum. Oh, geschafft! Fickt euch ins Knie, ihr blöden. Also, du schießt auch immer viel zu serious durch. Du musst immer ja, letztens, ja, letztens egal, muss man immer nur einmal ja runterfallen, ey. Oh, warum braucht ihr immer so lange, Mann? Ich steck die Scheiße schon wieder ins Ende und lalalala. Ja, wir sind auch auf Kommerz aus, Junge. Natürlich machen wir die Challenge richtig lange. Das ist unendliche. Oh, guck mal, ich fall einfach schon beim ersten Sprung runter, nur damit wir ein bisschen mehr Sense. Ich könnte echt die ganze Map in einer Aufnahme jetzt durchmachen. Oh, ey. Allzu viel kommt da nämlich echt nicht mehr. Das rate ich dir auch. So, jetzt mal wieder Konzentration, ey. Fuck, Mann! Man muss sich nur einmal konzentrieren und dann. Ja, muss man wirklich. Das ist jetzt gewesen. Das war ein Glitch. Glitch in der Matrix. Matrix. Was ist das denn, ey? Für eine Scheiße. Es irritiert einfach voll, weil. Ich kann es einfach nicht einschätzen die ganze Zeit. Auch nicht, weil die sind so dumme Säulen gebaut. Und das jetzt noch machen, ey, ist wirklich nicht schwierig. Immer schön Einzelsprung machen. So, Einzelsprung, alles klar. Natürlich mache ich das alles, aber ich brauche doch mehr Geld, Mann. Wir sind doch Deutschlands größter Kommerz-Gen. Wollen doch den Titel auch nicht so leicht verlieren. Das ist echt so, Mann. Sonst kommt wieder irgendwelche. Ich meine, es war schon schwierig, den Preis zu bekommen. Ihr wisst ganz genau, dass wir ganz schön mit eine Floyd und sowas um den Preis kämpfen mussten. Ja, auf jeden Fall, Mann. Gerade auch mit Unge. Ja, mit Unge war richtig. Das war am schwierigsten. Also, das war schon fast zoffen. Also da in der Jury, da saßen wirklich welche, die haben auch wirklich gesagt, ja, Unge ist doch der größte Kommerzkanal. Und da waren wir halt nicht mit einverstanden, weil wir sind es eindeutig. Ne? Aber nee, der Abstand ist gar nicht mehr so groß. Also Unge macht es schon recht gut. Ja. Wir machen es eben möglichst besser, viel Asche. Wir machen es halt besser. Ja. Wir haben noch nicht diese lange Erfahrung. Also so geniale Nummer zu reißen wie von wegen, ich steige jetzt mal aus dem Netzwerk aus oder so. Wir schaffen es einmal mit viel weniger Aufwand, viel mehr Geld zu generieren. Ja. Das heißt, unsere Kommerzgeilheit ist gemessen an der Relation viel höher als seine, denn er versucht ja trotzdem qualitativ hochwertige Videos zu produzieren. Ja, und er setzt sich auch regelmäßig ran. Was wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Das ist ja was uns fremd ist. Also einer von euch kann ja gerne mal kurz googeln, was überhaupt dieses Wort Qualität heißen soll. Dann habe ich das noch nicht gecheckt, was das überhaupt heißen soll. Ich google mal. Qualität. Ist ja auch gemacht. Die Qualität stammt aus dem Lateinischen Qualitas, Beschaffenheit, Merkmal, Eigenschaft, Zustand und hat daher zwei Bedeutungen.
Es gibt einmal den objektiven